Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Bodies in the cemetery. Bodies in the bloody tree. Bodies making chemistry.
chemistry. Bodies on my family, bodies in the way of me. Bodies in the cemetery, and that's the way it's gonna be. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, geht nicht. Ich höre mich nicht. Jetzt sprechen, wenn die Musik runtergestellt wird. Und ich hoffe, dass ihr mich jetzt auch hört. Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Das ist in 16 Jahren Dom ja noch nie passiert, dass wir jetzt fast 10 Minuten hier
rumtüfteln und die Kollegen bemühen sich wirklich ausgesprochen, das Problem zu lösen. Wir wissen nicht, was los ist. Gerade kurz bevor die Sendung angefangen hat, war alles noch im grünen Bereich und nun sind alle Systeme zusammengebrochen. Jetzt weiß ich auch gar nicht, ob wir die Sendung machen können. Ihr könnt mich zwar wieder hören, hoffe ich zumindest, aber ich weiß gar nicht, ob wir telefonieren können. Da auch der Computer abgeschmiert ist. Das tut mir wirklich sehr leid. Also da können wir jetzt auch gar nichts erklären, warum das so ist, weil wir es selbst nicht wissen. Ja, also wenn, falls ihr noch da sein solltet, ist ja nett, dass ihr so ausdauernd seid und nicht einfach weggeschaltet habt. Für den Fall, dass es nicht mehr zu lösen ist, müssen wir diese Live-Sendung gleich abbrechen. Dann werden wir irgendein Band einspielen. Ich weiß nicht, was wir machen werden. In wenigen Minuten wird sich das entscheiden, ob wir senden können. Also meine Kollegen basteln gerade daran, dass sie in ein anderes Studio gehen, in ein Notstudio. Und über dieses Notstudio läuft jetzt diese Sendung, weil unsere Hauptregie ist vollkommen abgeschmiert. Da funktioniert gar nichts mehr. Und wir haben hier noch ein Parallelstudio und ich hoffe, dass man das jetzt da so organisieren und drehen kann, was allerdings jetzt größten Stress für meine Kollegen im Hintergrund bedeutet. Aber man bastelt daran. Ja, in 16 Jahren wirklich noch nie passiert. Obwohl, es gab schon mal eine Sendung, weiß ich, da war nur die Computeranlage defekt und da mussten wir auch abbrechen. Aber soweit ich mich erinnere, war das das einzige Mal. Ansonsten ging immer alles glatt. Kann ja auch mal passieren. Kann ja auch mal passieren. Ich gucke immer noch hier auf meinen Computerbildschirm und sehe nur schwarze Balken, wo normalerweise die Namen stehen sollten und das Alter. Jetzt frage ich mal in meine Regie, ob wir überhaupt eine Chance haben, dass sich irgendwas tut. Aha, ich höre, wir können unter Umständen gleich anfangen. Falls es euch interessiert, wir haben 1.13 Uhr gleich und so vergeht die Zeit. Man kann ja auch ein bisschen, man muss ja auch nicht immer reden miteinander, man kann ja auch einfach mal ein bisschen sitzen und schweigen und sich angucken. Ist ja auch ganz schön. Ja, nichtsdestotrotz solltet ihr, wenn ihr wollt, ihr könnt anrufen. Wenn es heute nicht mehr funktionieren sollte, werden wir die Anrufe für morgen aufbewahren. Also ihr könnt gern anrufen. Dieser Teil der Technik funktioniert noch. 0800 220 5050 oder gerne auch mailen unter domian@wdr.de. So. Ihr könnt das ja nicht sehen, oder? Ihr könnt das ja nicht sehen und die Zuhörer sowieso nicht. Was meint ihr, was da los ist? Ich habe hier so eine Scheibe und kann rüber in die Regie gucken, wie da die Mitarbeiter wuseln und rennen und machen. Denen steht der Schweiß auf der Stirn. Ich höre etwas. Ich fasse es nicht. Hallo? Hallo? Ach, da ist jemand. Genau, ich bin Andrea. Andrea, 46. Ganz genau. Die war mir vorhin schon mal per Computer angekündigt und dann brach ja alles zusammen. Andrea, das ist toll, dass du da bist. Ja. Du bist jetzt unsere Rettung. Nein, natürlich ist die Rettung, dass die Kollegen die Technik jetzt irgendwie hingebastelt haben. Ich hoffe, dass die Technik auch aushält bis 2 Uhr. Schön, dass du angerufen hast. Um was geht's denn bei dir?